Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ja, und so ist es halt. Jetzt will ich die Aufnahme beginnen und da kommt dann doch schon wieder ein stündliches Pokémon. Na gut, vielleicht kann ich euch dann schon mal sagen, worum geht's heute? Heute ist wieder ein Video der Entwicklungen angesagt. Ich muss wieder Bonbons ausgeben. Ich möchte Pokémon entwickeln und euch daran teilhaben lassen. Und schon mal vorab, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und alles andere einfach in die Kommentare schreiben. Das ist einfach so, denke ich mal, das Einfachste. So, als allererstes möchte ich ein Phlegmon zu Lamus entwickeln. Da bin ich mal gespannt, was es gibt. Aquaknarre Psychokinese ist das beste Moveset zum Angreifen. Ich denke, ja, damit wäre ich sehr zufrieden. Auf jeden Fall besser als Aquawelle. Und ich bekomme Aquaknarre Eisstrahl. Okay, ist nicht schlimm. Es ist nicht besonders gut, weil mit Aquaknarre und Eisstrahl besser wäre, zwei Eisattacken zu haben, um gut angreifen zu können. Aber ja, das ist halt das einzige Eisset, was jetzt so Lamus bekommen kann, was aber gut ist. Ich finde es besser als Konfusion Eisstrahl. Ja, auf jeden Fall. So. Als nächstes ein Goldini. Also ich finde, der Goldking ist ja eh nicht so groß zu gebrauchen. Eigentlich ist das jetzt hier eher so Leveling, würde ich jetzt sagen. Aber trotzdem möchte ich das euch mal zeigen. Und vielleicht können wir auch nochmal die Werte durchgehen. Goldking kann 2040 WP erreichen, hat einen Angriffswert von 175, der Verteidigungswert 154 und der KP-Wert, sage ich immer, dabei heißt er gar nicht so. Die Ausdauer, genau, die Ausdauer heißt es, glaube ich, auf Deutsch dann, sind 160. Ja, sehr ausgewogen, aber auch sehr niedrig. Ich finde eigentlich so Pokémon, alle, die einen Wert über 200 haben, sind meistens gut zu gebrauchen oder sind toll. So, dieses Moveset hier. Gift-Hieb, Eissturm. Ist das schlechteste Verteidigungsmoveset. Und das viertbeste Angriffsmoveset. Also, ja, würde ich eigentlich im Endeffekt sofort wieder wegschicken. Kann ich auf jeden Fall nicht gebrauchen. Also, wenn dann würde ich Gift-Hieb und Philander behalten. So. Entschuldigung, ich habe irgendwie heute eine etwas merkwürdige Stimme, habe ich das Gefühl. Also, machen wir es gerade nochmal, damit das auch damit die Bonbons da mal wegkommen. Ich habe die irgendwie ein bisschen angesammelt und habe vergessen, die auszugeben. Und damit das Video nicht abartig kurz wird, habe ich gedacht, naja, nimmst die zweimal mit rein. Gift-Hieb Eissturm schon wieder. Naja, okay, macht nichts. Kommen wir nun zu Krabby, zu Kingla. Kingler kann 2694 WP erreichen, hat einen Angriffswert von 240, einen Verteidigungswert von 214 und eine Ausdauer von 111. Die Ausdauer ist sehr niedrig, dafür sind sein Angriffs- und Verteidigungswert ziemlich hoch. Leider sind seine Movesets nicht so toll. Seine Movesets eignen sich am meisten zum Verteidigen. Und ich erhalte Metallklaue Kreuzschere. Das ist das viertbeste Angriffsmoveset, wird auf GamePress mit A bewertet. Okay, nur ja, benutze ich einfach viel zu selten. Wüsste ich jetzt auch nicht so genau, wo ich das gegen einsetzen würde. Weil ich finde, das Blöde ist halt, es hat jetzt ein
Stahl-Quick-Move und ein Käfer-Charge-Move. Ich glaube nicht, dass ich beide Typ-Attacken, beide Attacken des der beiden Typs. Oieiei. Jetzt wird es heute aber kompliziert hier. Wogegen ich es am besten einsetzen könnte, sind diese beiden Typen gegen einen bestimmten Typ effektiv, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Die WP 2179 ist wirklich ziemlich hoch. Das ist schon nicht schlecht, wenn du jetzt ein richtig gutes Verteidigungsmoveset gehabt hättest. Macht aber nichts. Magnetilo zu Magneton. Ja, Magneton kann 2237 WP erreichen. Sein Angriffswert ist 223. Sehr hoch. Und danach kommt Verteidigungswert mit 182 und Ausdauer 100. Ausdauer wirklich sehr, sehr niedrig. Das ist natürlich schade, weil sonst könnte man das Pokémon viel mehr gegen Dragoran und so einsetzen, weil Stahl ist effektiv gegen Drache. Und ich bekomme Funkensprung Lichtkanone. Das ist das beste Angriffsmoveset. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann mal schnell den Namen ändern. Dann kriegst du noch einen Stern, weil du ein gutes Angriffs-Pokémon bist. Und dann würde ich eigentlich gleich zum nächsten kommen. Und nur Magneton sollte man sich vor Bodenattacken sehr in Acht nehmen, weil das im Endeffekt mehr Schaden macht als Kampf oder Feuer. Als nächstes Mushas zu Austos. Austos kann 2475 WP erreichen, sein Angriffswert 186, sein Verteidigungswert 323. Ich habe vorhin von 200 geredet, aber dieses hat den besten Verteidigungswert, den es gibt. 100 Ausdauer hat es noch und bestes Angriffsmoveset Ice's Odem Blizzard. Schade. Ice's Odem Eissturm bekomme ich. Ich wollte Eisstrahl sagen, Entschuldigung. Eisstrahl kann Austos gar nicht lernen. Das ist ja das viertbeste Angriffsmoveset. Also, naja. Und ist mit C bewertet auf Gamepress. Schade. Aber ich habe das auch schon mal so genutzt und ich habe trotzdem relativ gut abgeschnitten. Da habe ich halt einfach nur den Quick Move benutzt gegen Dragoran. Ja, ist okay. Muss ich mir noch überlegen, ob ich den behalte. Überlege ich später. Myrapla hab ich hier als nächstes und ich werde es erstmal zu Duflor entwickeln, danach zu Giflor. Und Giflor kann 2367 WP erreichen, Angriffswert ist 202, Verteidigung 170 und Ausdauer 150. Relativ ausgewogen, Angriffswert ist hoch. Das ist ganz hübsch. Bestes Angriffsmoveset, Rasierblatt Solarstrahl, Rasierblatt Blütenwirbel. Die beiden sind mit A bewertet auf Gamepress. Und ich würde sagen, die hätte ich auch gern. Ich finde es nur schade, dass es nur Rasierblatt als bestes Quick-Move lernen kann. Ich krieg Säure Solarstrahl, schade. Ja, macht nichts. Myrapla ist jetzt... ist zwar in Kehl sehr selten, aber anscheinend im französischen Garten war es sehr, sehr häufig. Mal schauen. Okay. Weiter geht es mit Paras. Drei Stück. Ich habe dadurch, dass ich ja den Sternstaub nicht komplett ausgegeben habe, beim Power-Up nicht so viel ausgegeben habe, ist ja noch eine Menge übrig geblieben. Und Paras gibt es wie Sand am Meer, aber mit Parasek lässt sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut kämpfen. Schade, Zornklinge, Kreuzschere ist jetzt nicht mein Wunsch gewesen. Daher gerade mal kurz
Namensänderung Stern weg. So. Und dann machen wir doch gleich das nächste. Vielleicht kriege ich dort Käfer bis Solarstrahl. Zumal das auch Pokémon sind mit plus 82 IV. Da würde ich mir dann schon ein gutes Angriffsmoveset wünschen, damit ich es auch einsetze und nicht wieder wegschicke. So, und dieses bekommt Käfer bis Solarstrahl. Hey, geil. Super. Das braucht dann auf jeden Fall noch ein Power-Up. Dann bereiten wir das für die nächste Folge schon mal vor. Und dann möchte ich gleich das dritte noch machen. Und dann kommen wir zu dem Highlight des Tages danach. Danach kommt mein Highlight, worauf ich etwas mehr sparen musste. Und weil es so kalt ist, auch ziemlich lange als Buddy bei mir hatte. So, Zornklinge, Giftstich. Ui, hatte ich schon lange nicht mehr. Kann weg. So. Endlich kann ich Rihorn zu Rizeros entwickeln. Ich hatte es als Buddy. Wie man sieht, habe ich sogar zwei Bonbons mehr gesammelt. Da hatte ich das noch nicht rechtzeitig gesehen. Oh, ich bin so gespannt. 3300 WP kann es maximal erreichen. Und ich habe es jetzt frisch entwickelt und erhalte 2740. Jawohl. Jawohl. Das ist super. Oh, und ich glaube, Lehmschelle viel Ender. Okay. Ich habe irgendwie Erdbeben gesehen. Oh, schade. Schon wieder Lehmschelle viel Ender. Aber ich habe ein Rizeros mit 2740 WP. Das ist Hammer. Das ist Hammer. Der kommt auf jeden Fall demnächst wieder in eine Arena und wird mich da bestimmt tatkräftig unterstützen. Er hat zwar eine schlechte IV, aber hey, ich habe einfach so relativ einfach ein Pokémon mit 2700 WP. Warum nicht? Klasse. Klasse, klasse, klasse. Ich freue mich trotzdem. Auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten. Ein Smogon zu Smogmog. Smogmog kann 2183 WP erreichen. Angriffswert 174. Verteidigungswert 221. Wow. Ausdauer 130. Okay. So, mal schauen. Das beste Angriffsmoveset wäre Tackle-Matsch-Bombe. Okay, Tackle-Finster-Aura bekomme ich. Das ist das schlechteste. Das drittbeste Verteidigungsmoveset, außer wir lassen Legacy-Moveset weg, weil das Moveset kann ich ja nicht mehr bekommen. Dann wäre es sogar das zweitbeste. Ist aber nur mit C bewertet und ich würde es als Verteidigung sowieso nicht nehmen und ja, schade. Ist nicht so gut gelaufen. Dann schauen wir uns das nächste an. Tragosso zu Knogger. Ja, Knogger kann 1691 WP erreichen. Wow, das ist ja wenig. Angriffswert 144, Verteidigungswert 200. Okay, Ausdauer 120. Ja. Knogger benutze ich fast nie. Das Problem ist halt wirklich, wenn es aus dem Ei kommt und entwickelt wird, kann man hier sehen, kann es zum Beispiel 948 WP erreichen. Das ist zum Training eigentlich? Nein. Es ist zum Training zu wenig. Für meine Verhältnisse. In meinen Arenen sind ja zum Teil Pokémon, die sind so bei 2700 WP und da ist dann 948 bisschen wenig. Das ist dann ja totgeschlachtet oder so. Lehmschelle Erdbeben.
Wow, okay. Dafür kriege ich hier das beste Angriffsmoveset. Da könnte ich, wenn ich es wirklich benutzen möchte, könnte ich es noch pushen. Bonbons wären noch vom Halloween-Event noch übrig. Aber muss ich ehrlich sagen, da ist Sandama etwas besser. Sandama hat bessere Werte. Also sein Angriff, Verteidigung und Ausdauer sind fast in allen Werten höher als beim Knogger. Daher. Und man muss es dann da mal nicht pushen. Es hat schon fast die perfekte WP, wenn man es aus dem Ei entwickelt. Und das war's schon. Jetzt bin ich gerade etwas überrascht. Ich dachte, ich hätte jetzt hier noch. Ah, vielleicht doch, dann kann ich euch vielleicht noch was anderes erzählen. Und zwar, heute ist Donnerstag, das heißt, heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Und das heißt, es ist Neständerung. Das ist klasse. Das heißt, ich werde heute Abend wieder an den Rhein gehen und Nestforschung betreiben. Nachschauen, welches Nest es am Rhein gibt. Und es wird, also das heißt im Endeffekt, endlich dieses ekelhafte Raupi-Nest kommt weg. Oi, ich hätte mal wieder ein paar Evolis wegschicken können. Ich finde, bei 1002 Bonbons kann man doch mal ein paar Evolis-Entwicklungen doch mal wieder durchführen, weil auch, ich sag mal, die zweite Generation, wir wissen ja jetzt, was als nächstes kommt. Dass man halt mit Steinen bestimmte Pokémon weiterentwickeln kann. Von daher ist das schon nicht schlecht. Ich muss hier mal was anpassen. Donnerschock, Donner. Ich glaube, also das zweitbeste müsste es schon sein. Das erstbeste ist, glaube ich, Funkensprung Donner. Jetzt bin ich etwas überrascht. Donnerschock Donnerblitz ist das beste Angriffsmoveset laut Gamepress. Und Donnerschock Donner das zweitbeste. Okay. Verstehe ich nicht. Sorry. Wenn ich mir das jetzt so angucke, Donnerblitz hat DPS 29 und Donner DPS 33. Vielleicht liegt das da dran. Aber wenn man nach diesen Werten geht, wäre ja Ladungsstoß besser, weil das hat ja nur 20. Donnerblitz macht 55. Ist das Prozent oder was für ein Wert ist das eigentlich? Macht 55 Schaden und Donner 100. Also das, was jetzt hier hinter Donner steht. Gute Frage. Naja, ein Blitzer mit guten EV und Donner. Und wenn ich es pushen will, kann ich es immer noch pushen. Bonbons habe ich ja genug. Ach. Ich habe mich vorhin vertan. Ich habe ja schon auf Entwickeln gedrückt und deswegen hatte ich dann nur noch 1002 Bonbons. Ich hatte vorher plus 24, genau. So, ich würde sagen, zwei Evolis sind hier noch drin. Ich könnte noch mehr machen, aber den Rest hebe ich mir dann erstmal auf. Eventuell werde ich einfach beim nächsten Entwicklungsvideo einfach wieder drei Evolis entwickeln. Ich finde, ich habe genug Bonbons, um mir das erlauben zu können. Werde aber absichtlich nicht die stärksten nehmen. Deswegen nehme ich gerade sogar die schwächsten mit guten IV. Und hier geht es um Glut-Hitzewelle. Schade, Glut-Feuersturm wäre das bessere Moveset gewesen. Und wow, ich bin etwas überrascht, dass das hier schon 1218 WP hat. Ah, damit kann man eventuell aber auch dann sehr gut trainieren, auch wenn man jetzt nicht wirklich die Gegner dafür in der Arena hat. Es ist selten ein Pokémon, das eine Feuerschwäche hat in der Arena. Ja,
Ansonsten, Aquana könnte man auch bis zum Maximum pushen mit 2.900. Kann man was anfangen. Und die Werte sind auch nicht schlecht. Angriffswert 246, Angriff, Verteidigung 204 und Ausdauer 130. So, eins machen wir noch, dann ist Schluss. Und dann geht es für mich heute Abend an den Rhein zur Nestforschung. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, die Raubis werden gut abgelöst. okay, noch ein Blitzer. Das ist jetzt. Ich hätte mich jetzt eigentlich eher drüber gefreut, wenn wir jetzt einen Aquana bekommen hätten. Das wäre der Hammer gewesen, aber das so viel Zufall wäre ja echt krass. So, Donnerschock, Donner. Sehr schön. 1525. Wow, cool. Das war eigentlich sogar dringend notwendig. So viel Donner habe ich noch nie bekommen. Ich habe jetzt vier Blitzer mit Donner, glaube ich. Das ist ja Wahnsinn. Dieses hier hat Ladungsstoß, Donner, Ladungsstoß, Donner, Ladungsstoß, Ladungsstoß. Ladungsstoß, eieiei, sag ja, ihr habt viel Ladungsstoß bekommen. Donner, Donnerblitz, Donner. Und dann sind wir schon wieder bei Flamara. Ja, das sind ein paar. Eventuell doch mal ein paar Ladungsstoß wegschicken, weil Evolis gibt es praktisch wie Sand am Meer. Vielleicht noch kurz, ich habe jetzt wieder Kleinstein als Buddy im Einsatz. 12 Bonbons habe ich zurzeit. Leider können wir heute keinen Sternstaub ausgeben für Geowatz. Geowatz ist seit gestern in einer Arena. Mal gucken, das sollte es noch sein. Ja, ist es. Und was würde das kosten? Ich habe 96.229 Sternstaub, 12 Bonbons und 5.000 kostet es momentan. Und wie man sieht, das Maximum ist auch nicht mehr weit. Es ist, glaube ich, schon über Level 30 beim letzten Mal. Das passt eigentlich. Aber ich, ja, diesmal habe ich es in einer Arena gesetzt, die eigentlich nicht so oft angegriffen wird. Aber die letzten paar Tage wurde sie aber schon sehr oft angegriffen, wo ich gedacht habe, wow, die Arena hat es dann nicht mal bis Level 5 geschafft, so schnell wurde sie wieder angegriffen. Aber okay, ich lasse mich überraschen, es ist nicht schlimm. Ach, jetzt können wir sehen, Rizeros, das frisch entwickelte, ist jetzt auf Platz 4. Wow, Wahnsinn. Das heißt, beim nächsten Arena einnehmen ist das nächste Pokémon, was in die Arena gesetzt wird. Das heißt, ich habe jetzt vier Stück, die überhaupt auf diese Grenze 2700 kommen und der Rest ist halt unten drunter. Na gut, ich höre mal lieber auf. Ich möchte euch nicht langweilen. Bis zum nächsten Mal.